und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute mal über zwei Produkte und das hier habe ich ja wirklich schon über den Klee gelobt. Ich werde heute nicht ganz so viel auf das eingehen, mehr so auf die kleinen Unterschiede, denn das habe ich ja schon vorgestellt. Ich werde das einfach mal unterm i verlinken. Das ist aber auch schon ein bisschen älter jetzt, das Video, weil es eben schon ein bisschen länger auf dem Markt ist. Nicht irritiert sein, das ist noch eine alte Verpackung sozusagen, das hatte ich noch hier. Ich habe dennoch die Produkte gleichzeitig aufgemacht, weil ich natürlich auch ein bisschen wissen wollte. Jetzt hat Isana das auch rausgebracht. Unterscheiden die sich so ein bisschen? Es gibt minimale Unterschiede in den Inkis. Ich habe es euch mal gegenübergestellt, damit ihr seht. Und preislich gesehen sind beide Produkte 4 Cent Unterschied. Da kann ich gar nichts sagen. Ne? Also ich freue mich natürlich, dass Isana jetzt auch so ein Produkt am Markt hat. Bei mir ist es halt so, bei mir gibt es DM, Rossmann ist erst in der nächsten Stadt. Ne? Also ich komme zu DM mehr als zu Isana. Dennoch kommt mir das Produkt hier ein bisschen milder vor. Wir haben hier 1% weniger pHa, was ich schade finde. Aber hier ist kein Alkohol drin. Es kann eben auch an den Waschsubstanzen liegen, dass das so ein bisschen milder daherkommt. So hundertprozentig bin ich mir nicht sicher. Weil ich eben eine recht gnädige Haut habe, mit der kannst du einiges anstellen. Würde mich jetzt mal interessieren, wenn jemand von euch so ein bisschen empfindlicher aufgestellt ist, wie ihr mit dem Produkt zurechtkommt. Einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich habe ziemlich viele Benachrichtigungen zu dem bekommen, aber auch beispielsweise zu dem Cleanser von No. Und da hieß es eigentlich fast immer, dass die Leute Probleme hatten, weil sie generell schon ihrer Haut zu viel zugemutet haben. Das ist halt eben wichtig, bloß weil das ein Rinse-Off-Produkt ist, bedeutet, dass man es runterwäscht und dass der pH-Wert relativ hoch ist, bedeutet es nicht unbedingt, dass deine Haut damit klarkommt. Und dann ist halt noch die Frage, was hast du noch in deiner Routine drin, was eventuell reizen kann. Deswegen rate ich auch bei solchen Produkten immer dazu, einschleichen. Das ist das A und O. Ne? Also wenn du das nicht gewöhnt bist, einfach mit einmal pro Woche am Abend anfangen. Warum erst am Abend? Weil wenn du es morgens machst dann und deine Haut reagiert drauf, dann rennst du den ganzen Tag mit einer eventuell geröteten Haut rum. Das möchtest du natürlich auch nicht. Deswegen am Abend und da funktionieren die Produkte auch. Ich hatte sowohl den, aber auch den immer mal wieder abends dabei. Ich war ein bisschen unterwegs in der letzten Zeit und da hatte ich nie ein Öl dabei. Da habe ich die verwendet und es ging 1A. Ich massiere das auch genauso ein wie jetzt beispielsweise ein Öl und habe nicht das Gefühl, dass irgendwie der Sonnenschutz nicht runterkommt. Und es ist halt einfach im Sommer ein bisschen angenehmer, so ein Produkt zu verwenden. Wir haben hier Alkohol, hier ist keiner drin. Also wer da wirklich ein bisschen drauf achten möchte, der Alkohol kommt aber wirklich in den Inkis ganz zum Schluss. Wie ihr wisst, das ist ein Top-Produkt für mich. Ich mag das aber auch echt gerne. Jemand bei mir auf dem Discord hat gemeint, dass das ein bisschen flüssiger ist als das. Auch das sehe ich nicht so. Ich habe beide Produkte gleichzeitig aufgemacht. Ich habe auch an beiden Produkten gerochen. Die riechen beide gleich. Es kommt halt nur mal daher, weil es ein saures Produkt ist und saure Produkte riechen halt eben sauer. Und auch von der Farbe und der Konsistenz ist es eigentlich relativ gleich. Das kann sich von Tube zu Tube für beide Produkte natürlich ändern. Man weiß nie, wie die Charge ist. Aber vielleicht habt ihr das so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ihr den hier kauft. Das kann ein bisschen flüssiger sein. Aber die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Ich finde es halt schön, dass es solche Produkte jetzt in der Drogerie gibt. Ist aber trotzdem für Menschen mit empfindlicher Haut mit Vorsicht zu genießen. Denn wenn man es nicht gewöhnt ist und da jeden Tag dran geht, kann es natürlich in die Hose gehen. Also da wirklich immer noch ein Referenzprodukt holen und das halt langsam so einschleichen. Auch bei diesen Produkten zählt natürlich, weil man peelt das ja trotzdem, also es peelt ja trotzdem so ein bisschen, na, ist nicht sonderlich stark, aber so ein bisschen eben schon. Wer mit Säuren hantiert, Sonnenschutz auftragen. Ich habe ein paar richtig gute Sonnenschutzprodukte jetzt schon vorgestellt. Ich werde dir mal den kompletten Ordner unter das i legen.
Kennt ihr beide Produkte? Was für ein Hauttyp seid ihr? Es wird mich mehr von den Menschen interessieren, die ein bisschen empfindlicher aufgestellt sind. Wie kommt ihr mit dem zurecht? Und wie kommt ihr mit dem zurecht? Und vielleicht noch ein drittes Produkt, wie kommt ihr mit dem No-Produkt zurecht? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich liebe den. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass ich den wie auch den immer wieder nachkaufen werde, wenn meine Haut da einfach gut drauf klarkommt. Fettig, große Poren. Ich bin 44 und meine Haut liebt was. Da komme ich richtig gut drauf klar. Und da reicht es mir auch ganz oft, wenn ich nur irgendwie in Wasch gehe. Vielleicht irgendwie was, was noch ein bisschen feucht macht und dann die Sonnencreme draufpacke, dann funktioniert das einwandfrei. Aber denk daran, wenn du das noch nicht gewöhnt bist, versuch's mal abends. Wirklich, weil wenn deine Haut dann reagieren könnte, dann hast du die Reaktion in der Nacht und nicht am Morgen und musst irgendwie den ganzen Tag dann mit der Reaktion rumlaufen. Das möchtest du natürlich auch nicht. 4 Cent Unterschied, kann man halt wirklich nichts sagen. 4 Cent ist echt nichts. Wie kommt ihr mit beiden Produkten zurecht? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.